Zokus Gott, herzlich willkommen aus Lienz. 2.0, zweiter Teil der Reportage aus Lienz. Hier sehen Sie das Dolomitencenter, Lienz Dolomitencenter hier zu sehen. Herzlich willkommen. Das ist 2.0 Reportage. 180. Ausgabe. 180. Ausgabe schon, 2.0 Reportage aus Lienz. So, nun heiße ich Sie herzlich willkommen, grüß Gott aus Lienz. Hinter mir sind Sie das Dolomitencenter 2.0, 180. Ausgabe ist das aus Lienz. Zweiter Teil, und ich sage euch herzlich willkommen, grüß Gott, in den nächsten paar Minuten. So, und hier befindet sich die Tiroler Versicherung. Tiroler Versicherung hier in Lienz. Hier zu sehen, Tiroler Versicherung, hier Lienz, das Gebäude. So, hier zu sehen, Lebenshilfe, Kunst, Werkstatt, Galerie. Kunstwerkstatt Lienz. So, da steht man mich im Spiegel. Il Salentino Feinkost, auch hier in Lienz zu finden. Il Salentino Feinkost hier. So, hier zu finden, Gasser Bergsport. Gasser Bergsport auch in Lienz zu finden. Wer Sport sein will, muss nach Lienz kommen. Gasser Bergsport. Oder Gasler Bergsport. Das ist Gasler Bergsport. Die Sportlichen kommen am besten nach Lienz zu Gasler Bergsport. So, und hier das Café Köstl hier auch zu sehen. So, hier sind wir in der Fußgängerzone von Lienz. Die Fußgängerzone von Lienz. Hier zu sehen. Fußgängerzone Lienz. Und hier ist Weinkellerei Schwarzer hier in diesem Gebäude. Weinkellerei Schwarzer hier. So, hier der Stadtmarkt von Lienz. Stadtmarkt Lienz hier zu sehen. Bei der 180. Ausgabe dieser Reportage heute hier aus Lienz. 2.0. Und in Lienz gibt es aus die Bichlers Milchtrinkstube. Bichlers Milchtrinkstube hier in Lienz, in Osttirol zu finden. Und jetzt gehen wir wieder die Fußgängerzone ins Zentrum rein, bis zur Lippburg. Und wenn Sie wollen, dann besuchen Sie mal Lienz in Osttirol. Da gibt es demnächst am 23. März einen Ostermarkt zu sehen, und wenn Sie wollen, dann schauen Sie vorbei zum Ostermarkt nach hier. Jo, der schicke Brunnen darf auch nicht fehlen. Der Brunnen hier darf natürlich nicht fehlen. So, die Stadtapotheke Lienz. Stadtapotheke Lienz. Die haben ja auch eine eigene Apotheke in Lienz. Die Stadtapotheke hier anzutreffen. Dann gehen wir gleich zur nächsten Sehenswürdigkeit. So, Rosalinds Horngast in Lienz hier zu sehen. Rosalinds Horngastel. So, die Fußgängerzone hier in Lienz. Fußgängerzone? Hier Lienz zu sehen. So, ein bisschen näher, dann können Sie das auch lesen, was hier steht. So, hier gibt es viel Grad der Naturprodukte hier zu finden in Lienz, in der Fußgängerzone.
So, ich wiederhole nochmals, am 23. März findet hier in der Ostermarkt statt, in der Fußgängerzone, sicher unten, wo die Tulipenburg ist. Und das ist die 180. Ausgabe aus Lienz. Ich sage herzlich willkommen und grüß Gott aus Lienz. Und grüßen möchte ich die YouTube-Community. So, diese Säule, die Sie hier sehen, ist die Mariensäule. Die steht hier in Lienz, in der Fußgängerzone. Die Mariensäule hier zu sehen. So, die Mariensäule in der Einblendung hier. Kulturdenkmal. Seit 1861 steht die schon hier. So, hier das Gösserbräu. Das Gösserbräu hier in Lienz. Für alle Bierliebhaber, das Gösserbräu hier zu sehen. 180. Ausgabe ist das schon. 2.0 Lienz. Nochmal Wiederholung. Und eine Teegartenfiliale gibt es hier in Lienz. Verschiedene Teesorten hier in Lienz. In dem Geschäftslokal auch. Sehen wir hier in der Einblendung. So, dies hier ist die Mittelschule Ecker Lienz in Lienz. Mittelschule Ecker Lienz. So, eine Besonderheit in Lienz, das ist diese kitschige Telefonzelle. Jetzt ist der Bücherzelle heraus. Haben wir gleich noch ganze Bücher drin sein. Haben wir gleich rein. Zum Beispiel mit diesem Buch hier, der Mammutjäger, interessant. Also die kitschige Telefonbücherzelle hier in Lien zu finden. Einerseits Lien, die kitschige Telefonzelle hier in Lien. Wie in Absam gibt es hier auch eine Bücherzelle jetzt. Begeben Sie sich nach Lienz zur kitschigen Telefonzelle und leihen Sie sich ein Buch aus. So, hier die Isel zu sehen, die Isel. Die Isel, das habe ich euch in der Reportage Nummer 1 nicht gezeigt, zeige ich euch jetzt. So, ja. Ja. So, diese Kirche hier ist die Franziskanerkirche. Die Franziskanerkirche hier in Lienz. So, ich darf mich von hier jetzt verabschieden. Sie sein eine etwas beeindruckende Reportage, zweiter Teil aus Lienz. Sie seien eine kitschige Bücherzelle. Und ich sage danke fürs Zuschauen, das war's aus Lienz. 180. Reportage 2.0. Den ersten Teil habe ich am 9. Dezember gemacht und das war der zweite Teil aus Lienz. Ich sage danke fürs Zuschauen. Reporter Stefan Anker wünscht euch bis zum nächsten Mal alles Gute und die nächste Reportage kommt aus Kössen im Unterland. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Diesen Beitrag finden Sie auf YouTube. Bis zum nächsten Mal aus Kössen.